Was geht ab? Weiter geht's. Undertale! Yay. Schon 71 Minuten. Ich hab. Hey! Du überspringst wieder alles! Ach stimmt, du wolltest ja vorlesen. Nee, weißt du was? Es ist ein Storyspiel. Lies einfach überhaupt nichts und renn einfach ich überall. Ich verstehe ja wieso nichts. Wofür gibt es mich? Gut, ich versuche dir doch irgendwie alles verständlich zu machen. Wenn nicht. Es ist eine Notiz von Papyrus. Mensch! Bitte. Genieße diese Spaghetti. Aber du weißt ja gar nicht, dass die Spaghetti eine Falle ist. Dafür designt dich. Du wirst so beschäftigt damit sein, es zu essen, dass du keinen Fortschritt machen wirst. Und ja, das habe ich gerade schon gesagt. Haha, schon erneut ausgetrickst von dem großen Papyrus. Hehehe, Papyrus. Oh. Es ist eine Platte mit gefrorenen Spaghetti. Es ist so kalt und es klebt auch am Tisch fest. Oh Gott, wie geht das denn? Ja, was? Ah, jetzt kommt die immer rein noch. Ziemlich hart, hä? Da alles auszuweichen. Hä? Ich habe genau in die Mitte getroffen. Ja. Der hat mir verteilt. Richtig. Der Vogel erzählt ständig Witze. Und der in der Mitte, der ist einfach nur langweilig. Der sagt einfach nur komisch und so alles. Oh shit, ey. Kann ich irgendwie. Jerry Gant. Du könntest den Gegner so leicht besiegen. Ja, wie denn? Das kann lange dauern. Ja, aber du sagst mir es ja auch nicht. Ich verstehe doch hier nicht. Das steht ja alles Englisch. Es gibt Kampf, es gibt Tat, es gibt Item und es gibt Verschon. Das verstehst du doch nicht. Das verstehe ich, aber das ist doch. Da kann ich ja nichts treffen. Und Items? Was gibt's denn Items? Items gibt's ja auch alles, wenn genau. Du. Genau, aber schon kannst du ihn auch nicht. Jetzt muss ich angreifen. Ach. Wisst ihr, das ist halt, wenn ich so ein englisches Spiel. Weißt du, mit Taten trifft man einfach keine Leute. Man tötet sie damit nicht. Das ist scheiße. Hey, du bist entkommen. Ja, ganz ehrlich. Du bist geflohen quasi. Das ist ein Rätsel übrigens, ne? Damit kenne ich mich aus. Alles hier wegmachen. Kann ich bewegen? Ja. Du kannst dich bewegen, ja? Ja, ich kann mich bewegen, aber kann ich die bewegen? Was denkst du? Was zeigt dir das an? Na, wie das. Ach. Das ist das hier. Und da ist das. Ach, natürlich schon wieder die. Hier schon euch alle. Hey, du weißt, wann man kommt.
hast schon drauf geklickt. Reicht schon. Schade, dass es keinen Klicksound hier gibt. Ja, Leute, so einfach geht es. Sieht gut aus, ne? Was ist dieser Geruch? Wenn du ein Geruch bist, identifiziere dich. Das ist ein komischer Geruch. Es macht mir Lust zu eliminieren. Dich zu eliminieren. Aber die muss ich besiegen. Ja. Der Attacke ist so schwer auszuweichen. Ja, das ist ja extrem so, dass du ihren Ehemann getötet hast. Ja, was? Ja, Items mehr super. Verwandle jedes X in ein O und dann drücke den Knopf. Ah. Ja, das war clever. Alles wird gut. Heute will das auf Deutsch werden. Wie bist du meiner Falle ausgewichen? Und noch mehr, wichtiger. Ist da etwas für mich übrig? Was sagst du denn über deine Spaghetti? Hab's gegessen oder hab's liegen lassen? Ich hab's liegen lassen. Was recht ist es dann? Wirklich? Wow! Er wundert sich, wenn ich so verfressen bin. Masse. Ist klar. Ah, du hast den Geschmack meiner Spaghetti einfach so widerstanden. Ah. Nur damit du es mit mir teilen kannst. Aber hab keine Angst, Mensch. Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta machen, die du essen kannst. Oh, shit. Mein Bruder sammelt Socken in letzter Zeit. Wie traurig. Manchmal wundere ich mich, was er tun könnte, ohne so einen coolen Bruder, der auf ihn Acht gibt. Mensch, wie sag ich das? Du hast sehr lange gebraucht, um hier anzukommen, also habe ich das Design des Puzzles verbessert? Oh, ich habe den Schnee einfach nach meinem Gesicht verformt. Leider ist der Schnee im Boden eingefroren. Nun ist die Lösung anders. Und natürlich ist mein Bruder nicht hier. Ich denke mal, alles, was ich sage, ist: Hab keine Angst, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde dieses Puzzle für dich lösen. Dann können wir beide weitergehen. In der Zwischenzeit
Versuch doch einfach mal selbst das Puzzle. Ich werde die Lösung nicht versuchen, bekannt zu geben. Dasselbe. Wie kann ich auch. Reike kann es nicht mehr zurückverwandeln. Oh shit. Muss schon ein bisschen anders rangehen, ne? Na. Wo kann man anfangen? Außerhalb der Box, ne? Also ich war wieder noch neu anfangen, ne? Wie geht's weiter, ha? Huh? Very good. Ah, da kann ich noch raus. Mhm. Rechts oben komme ich ja an diese drei X. Ja. Aber ich muss noch. Ich hab die Lösung. Ein paar Pirates hat sie wahrscheinlich auch schon. Aro. Ja, du sagst natürlich jetzt, du wusstest das. Ich habe das Spiel schon gespielt. Wow, du hast es gelöst. Und das alles ohne meine Hilfe. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Du musst dich wirklich um Puzzles kümmern wie ich. Nun ja, ich bin sicher, du wirst das nächste Puzzle auch lieben. Es wird so, vielleicht sogar zu einfach für dich. Glaubst du, dass es viel mehr Leute spielen würden, wenn es das Spiel auf Englisch Deutsch gibt? Es gibt ein Deutsch-Patch für PC, aber nicht für Switch. Warum hast du. Ja, gut, okay, jetzt kaufen müssen, stimmt. Ja, gut, okay. Aber es hätte es auch auf Deutsch schon geben können, wie die Switch, weil es ist so ein Patch. Nintendo ist nicht so gut. Sense. Ah, ja. Gute Arbeit, das Puzzle so schnell zu lösen. Du hast nicht mal meine Hilfe gebraucht. Was natürlich gut ist, weil ich es liebe, absolut nichts zu tun. Kenn ich. Hey, es ist der Mensch. Du wirst dieses Puzzle lieben. Es wurde gemacht von dem großen Dr. Elphys. Du siehst diese, ja, Blöcke. Nur, sobald ich diesen Schalter da betätige, werden sie anfangen, die Farben zu ändern. Jede Farbe hat eine unterschiedliche Funktion. Rote Felder kann man nicht betreten. Okay. Du kannst nicht auf die gehen, ja. Ja, ja, okay. Gelbe Blöcke sind elektrisch. Mhm. Die werden dich, ja, elektrisieren. Grüne Teils sind Alarm. Also grüne Blöcke sind Alarmblöcke. Wenn du auf sie drauf trittst, wirst du ein Monster bekämpfen müssen. Orange Blöcke. Sind einfach nur mit Orangengeruch. Sie werden dich lecker riechen lassen. Blaue Blöcke sind Wasserblöcke, ja. Schwimme durch, wenn du magst, aber wenn du nach Orangen riechst, werden Piranha dich beißen.
Und wenn ein blaues sorry. Gelb? Ja. Wenn ein blaues Teil neben einem gelben Teil ist, dann wird das blaue dich halt auch elektrisieren, weil Wasser ja auch Strom leitet. Ja, ja klar. Ist schlafen. Lila. Lila Blöcke sind rutschig. Rutschig. Du wirst direkt zu dem nächsten Block da rutschen. Aber. Gibt es denn keinen Block, wo ich denn durchgehen kann? Vielleicht sagt ihr ja noch irgendwas, ne? Aber diese lilanen Dinger riechen nach Limonade. Was Piranhas nicht mögen. Lila und Blau sind okay. Okay. Aber pinke Blöcke, die machen einfach gar nichts. Trete drauf, wie du magst. Das ist alles. Hast du es verstanden? Ja, nein. Of course ist ja. Great. Dann lass uns einfach mal damit starten. Ach ja, dieses Puzzle ist übrigens komplett zufällig. Wenn ich diesen Schalter betätige, dann wird es ein Puzzle machen, wovon ich nicht mal selbst die Lösung kenne. Hab ich schon vorgelesen? Nicht mal ich werde die Lösung kennen, ja. Bereit? Das wird schwer. Kriegst du es hin? Was meinst du? Also jetzt auf keinen Fall. Hä? Ja, ist auch. Hä? Hast du die Lösung? Komm, versuch. Was machen nochmal pinke Teile? Gar nichts. Er war so verwirrend. Ja, das ist Absicht. Okay. Ich hab das ersten Text nicht lesen können. Okay. Ach ja. Ich glaube, ich verhindere den Text. Er sagte, glaube ich, dass die Spaghetti einfach noch nicht so schlecht waren für seine Verhältnisse. Vielleicht wird er nächstes Jahr irgendetwas Gutes machen. Aber ich würde sagen, wir werden irgendwas Essbares. Ne? Sicher? Wir haben erst 17 Minuten. 17 Minuten, ja gut, okay, komm, komm, komm. Komm, was der Papyrus macht. Was ist da? Ne? Away of dog, please, pet dog. Aufpassen auf Hund. Bitte Hund streicheln. Mhm. So traurig, aber. Erstes Puzzle, ja? Ja, du kannst auch schräg. Mhm. Du bist runtergefallen. Wie komm ich jetzt hier hin? So. Ah. Was hältst du vom Spiel bisher? Ich glaube, jetzt ist es eh nicht mehr lösbar, weil du schon Dreieck hast. Ja, ich weiß. Wenn du jetzt schreck bist? Alter, du rutschst da runter. Ja, diesmal ist das Puzzle ein bisschen schwerer, hä? Kommst du jetzt weiter? Wow. Jeder Schritt muss bedacht sein, ne? Nein. Ich glaube, du könntest auch das Steuerkreuz benutzen. Ja, kann ich auch, aber... Dann rutschst du wenigstens schräg, wenn du nicht möchtest. Das war ja auch nicht schräg. Du bist immer noch wieder am Anfang. Du kannst es noch lösen. Glaube ich zumindest. Ich bin mir selbst nicht sicher. Dann falle ich hier runter. Ja. Also, du kannst immer noch alle Richtungen da betätigen.
Warum rutscht denn da? Du könntest so schräg. Ich. Alles klar. Ja, dann easy. Schräg? Ja, gut, ich habe jetzt gedacht. Nein. Ich habe jetzt gedacht, man kann nicht schräg, also. Okay, okay. Du kannst auch nur mit gerade lösen, aber das ist ein bisschen schwerer. Du fällst da runter. Aber eine relativ entspannte Musik, findest du nicht? Mhm. Okay, Leute. Der Marcel verzweifelt hier weiter an seinen Pisten. Nein, ich schaff das jetzt. Ja. Ach! Denk dran, du musst erst alle O in O verwandeln und dann noch den Schalter drücken, ne? Bedeutet, der letzte Block muss einer sein, womit du den Schalter betätigen kannst. Also wo der Schalter in Reichweite ist. Das ist nur ein X. Von wo aus du es machen kannst. Mehr sag ich nicht. Ich bin doch... Deswegen sagte ich doch Steuerkreuz. Ach. Aber du warst wirklich ziemlich gut gerade. Du hast es gelöst. Ja, jetzt... Das war ein bisschen komisch. Ja, er fällt auch immer da runter. Versuch einfach nur geradeaus zu machen. Also nur Dinge, die geradeaus sind und nicht schräg. Schon verkackt. Ja, stimmt. Ich glaub, das so. Ah, echt extrem gut, die beiden Schneemänner, ne? Den hast du noch keine Beachtung geschenkt. Ja, weil ich auch gerade überlegen bin, wie ich das Rätsel nochmal gelöst habe. Hm, hm, hm. Gibt doch nicht nur eine Lösung zu diesem Rätsel. Bleib doch stehen! Ach. Bist du einfach weitergegangen? Nein, er rutscht! Da, jetzt seht ihr dann. Wieder kurz davor. Mach jetzt nichts falsch. Nur kein Druck, sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh. Yay! Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Ja. Und damit beenden wir den Part. Ciao. Bye bye.